Im Jahr 2019 hatte ich genug davon zu bangen, ob mein Gepäck mit mir ankommt und ich mich dann um meine Kunden und Gäste gleich kümmern kann oder ob es vielleicht erst später kommt und dann auf See hinterhergeschickt werden müsste. Und so ging es dann nach sehr genauen Recherchen mit exakten Maximalmaßen und Maximalgewicht los zur ersten Reise. Da ich zum Arbeiten unterwegs bin, sieht die extra Handtasche dann so aus, ist aber immer noch im Gewichtsbereich korrekt. Ja, Happy Camper auf Reisen, gleich raus bei Ankunft, herrlich. So sieht das dann aus in der Vorphase. Wir sind jetzt im übernächsten Jahr 2021. Es funktioniert super inzwischen. So sitze ich dann am Gate und da kann ich vorbeispazieren, ohne warten zu müssen, dass mein Koffer irgendwann rauskommt. Herrlich. Dieses Jahr habe ich eine Erweiterung vorgenommen und zwar noch eine extra Tasche, eine ganz kleine, für den Fall, dass ich auf dem Rückweg Gepäck aufgeben muss oder auch mal während des Hinfluges, wenn eine der Airlines vielleicht nicht so möchte wie ich oder ich umgeroutet werde. So, und diese gelbe Tasche, da seht ihr sie, die ist jetzt voll mit eingesammeltem Material für weitere Kunden und da habe ich eine Sache gekauft und das kann ich nun wunderbar aufgeben und wenn es später als ich zu Hause ankommt, macht das gar nichts auf dem Rückweg. Ja, da seht ihr mich nochmal Hände frei. Ich kann noch anderen helfen. Das Einzige, was nicht so glücklich ist, ist, wenn man in Frankfurt zwischen A14 und A68 4 Minuten zu umsteigen hat mit all diesem Gepäck am Körper. Geht aber auch.